Das Königreich Schwaben ist ziemlich expandiert unter der Führung von König Hugo mit seinen 69 Jahren. Ich denke, es ist unbestreitbar, dass er der größte und wichtigste Herrscher unserer aktuellen Spielzeit, unseres Spielstands und unserer Dynastie ist. Ich denke, da gibt es keinen, der damit konkurrieren kann. Es gibt andere, die auch wichtig sind, aber niemand hat, glaube ich, so viel erreicht wie er und wird ja die Geschicke der Dynastie von Krumperburg so sehr beeinflusst haben wie er selbst. Das bezieht sich nicht nur auf Schwaben, sondern auch auf die Nachbarländereien. Und jetzt wird sehr, sehr bald Europa wieder im Krieg liegen, denn es bahnt sich wieder mal ein Kreuzzug um Schwaben an. Mittlerweile weiß ich, dass wenn man einen Kreuzzug verliert, beispielsweise um das Königreich Schwaben, dass sie einem das Königreich Schwaben abnehmen. Das heißt also den Königreichstitel. Das heißt, das wären diese Gebiete hier. Das heißt, theoretisch werden wir, selbst wenn wir ihn verlieren, noch ein König sein. Also König von Ostfranken und Friesland. Aber dennoch wollen wir natürlich jetzt nicht aufgeben oder irgendwie sonst was, sondern wir werden versuchen, uns entgegenzustellen und diesen Kreuzzug ein zweites Mal niederzuschmettern. Das wird eine schwierige Aufgabe. Er hat es geschafft, den ersten Kreuzzug zu verhindern. Und das wird jetzt auch die nächste Aufgabe sein. Es wird wieder mal schwierig. Es wird wieder mal schwierig. Die Angreifer haben einen leichten Vorteil, was die Truppenanzahl angeht. Aber die müssen auch erstmal rüberkommen. Das wird jetzt sehr, sehr spannend. Wir werden weiterlaufen lassen. Und sobald der Krieg beginnt, werden wir uns überlegen, wie wir vorgehen. Und damit beginnt der Krieg. Dazu nochmal kurz die Anmerkung. Es gäbe theoretisch die Möglichkeit, einfach zum katholischen Glauben überzutreten. Ich finde das aber nicht wirklich rollenspielerisch akzeptabel für unsere Position her. Wir sind ein ehrlicher Charakter. Wir sind zwar zynisch, aber ich glaube nicht, dass wir dann sagen, okay, dann werden wir katholisch oder irgendwie sonst was. Der Zynismus muss hier nicht immer explizit als Atheismus ausgelegt werden. Und es wäre aus spielerischer Sicht natürlich sinnvoll, das zu machen, aber aus rollenspielerischer Sicht nicht. Wir haben jetzt einige Sachen vor. Ich habe natürlich mir schon ein bisschen überlegt, was wir machen. Also jetzt nicht nur, oh, jetzt Krieg, oh Gott, was machen wir nur? Wir gucken erstmal da rein. Aktuell sind die Truppen so verteilt. 75.000 auf der einen Seite, 83.000 auf unserer Seite. Ziel ist das Königreich von Schwaben. Das heißt, sie werden diese aktuell ja, rosanfarben oder hellroten Farben, Gebiete, die hier so markiert sind, versuchen zu besetzen. Das ist deren Ziel. Und da müssen wir versuchen, gegenzuarbeiten. Wir werden versuchen, keine Sachen zu belagern. Die meisten Truppen werden wahrscheinlich hier eher aus dem Ostgebiet kommen und hier vom Papst selbst. Wo wir die Schlachten führen werden, habe ich leider keine Ahnung. Das werden wir erst sehen. Wir sehen, wie sich die ganzen Sachen hier verteilen werden. Also es wird wieder viel Frömmigkeit und viel Prestige verteilt, wenn der Krieg gewonnen werden sein sollte. Wir können Verbündete reinrufen, das werden wir machen. Wir werden Polen mit reinrufen, die werden uns unterstützen. Wir werden Ostfalen mit reinrufen, die werden uns ebenfalls unterstützen. Wir können gleichzeitig noch Hausmitglieder reinrufen, die noch nicht dabei sind. Das werden wir ebenfalls alles machen. Das sind doch schon ein paar, die da nochmal ein bisschen was dazu mitbringen. Und vielleicht den Ausschlag ausgeben. Aber das ist halt eben so die Frage, ob das klappt. Wichtige Sachen, die jetzt für uns besonders wichtig sind. Ja, redundante Sprachbau, aber Satzbau, aber egal. Geld haben wir aktuell wenig und wir werden jetzt gleich auch keinen Plus mehr machen, wenn wir unsere Truppen ausheben. Ja, da könnte man sagen, man hätte das Geld sparen können, aber ich glaube, dieser Kriegerorden war ganz gut, dass wir den gemacht haben. Vor allem langfristig wird das sehr viel weiterhelfen. Wir müssen gucken, dass wir unsere Truppen jetzt alle zusammen führen. Das heißt, von unseren Truppen und unsere Verbündeten. Und dann müssen wir das tun, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Die größeren Einzelarmeen der Gegner versuchen zu schlagen. Wenn wir das hinbekommen, dann sollten wir diesen Krieg gewinnen. Sollte es aber passieren, dass unsere Bündnispartner einzeln in
eine größere Armee jedes Mal reinlaufen, dann haben wir schlechte Karten, weil dann werden die genau das machen, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Wahrscheinlich wird ein Großteil der Leute hier kämpfen von den Gegnern, weil da sind einige kleinere Herrscher, die da mitmachen. Vielleicht werden die erstmal hier gebunden, was ganz nett wäre. Stärkster Gegner ist, glaube ich, der Papst mit seinen 9000 Truppen. Wir müssen dran denken, Kreuzritter und alles Mögliche können noch dazukommen. Ungarn ist relativ mächtig mit seinen 11.000 Truppen. Und er hat sehr viel Geld. Also der wird sich auch Söldner leisten. Also, das wird sehr, sehr hart. Und hier haben wir nochmal die hier Tempelritter mit 6.900 Truppen. Das wird hart. Das wird sehr, sehr hart. Wir können aber auch nochmal schauen auf unserer Seite. Unsere stärksten Verbündete ist, glaube ich, hier die Westfranken mit 6.200. Und ich glaube hier Neustrien mit 4.100. Ja, wird spannend. Und wir natürlich mit unseren 12.600 Truppen, die wir da aufgebaut haben. Wir werden unsere Einheiten ausheben. Und zwar, wir schauen mal, wir wollen nichts besetzen. Hier wird wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich eine Schlacht beginnen. Ich glaube, wir heben sie tatsächlich hier in unserer Hauptstadt aus. Hier in Straßburg. Werden das mal machen. Ihn hier können wir leider nicht auswählen. Das heißt, wir behalten dann hier Milorad Assen. Der ist aggressiver Anführer, Logistiker, Experte für unwegsames Gelände. Der ist ganz gut. Der ist ganz gut. Aber keine Ahnung, wo der herkommt. Ein Bauernführer. Oh ja, stimmt. Der hatte gegen uns, glaube ich, rebelliert. Oder gegen jemand anderes. Ich glaube, gegen jemand anderes. Und den haben wir dann freigelassen, weil der so ein guter Befehlshaber ist. Könnte sich also gut auszählen. Wir werden erstmal drei Balken laufen lassen. Und dann werden wir das reduzieren auf zwei. Erstmal kommen die ganzen Bündnispartner noch zusätzlich dazu. Genau. Und die Hausmitglieder. Zack, zack. Jetzt pausieren wir mal kurz, weil ich glaube, jetzt dürften alle dabei sein. Wir können nochmal hier reinschauen. Wir sind jetzt nochmal stärker. Also 93.000 ist schon relativ viel. Und gucken uns jetzt mal an, wo die ganzen Truppen sind. Wir sehen, dass hier knapp 6.000 Truppen sind. Hier sind nochmal 3.000 bis fast 4.000. Wir haben hier nochmal 1.000, 2.000, 2.700. Bis hierhin können wir leider nicht schauen. Und natürlich hier wird ein Großteil der Truppen sein. Aber auch hier haben wir Tausende von Truppen von den Gegnern. Wenn die sich also erstmal da aufhalten, wäre das ganz nett. Ich würde sagen, wir ziehen hier Richtung Salzburg und versuchen hier erste Schlachten zu schlagen. Hier haben wir auch relativ viele Truppen. Ja, Berchtesgaden hat hier interessanterweise fast ein ähnliches Wappen wie der Papst selbst. Wir haben hier sehr viele Truppen. Das heißt, wir werden versuchen, unsere Truppen zu bündeln, versuchen hier anzugreifen, weil da haben wir sehr viele. Da haben wir 2600, 2700, nochmal 3300. Wenn wir da schon erste Schlachten gewinnen könnten, wäre das ganz nett. Wir lassen mal weiterlaufen. Truppen haben sich gefunden. Wir werden die zusammenlegen, auch wenn das erstmal wieder ein bisschen unsere Armee, was Verschleiß angeht, erstmal schlecht ist. Das haben wir hier. Verlobte können heiraten. Unser Enkel und sie, ja, das können wir machen, das ist kein Problem. Wir lassen mal weiterlaufen. Ja, sündhafter Kleinkönig bloßgestellt, ist uns eigentlich relativ egal. So, 12.000 Truppen legen wir zusammen und schicken die jetzt hier rüber gen Bayern. Bayern ist leider nicht dabei. Die haben sich nicht dazu entschieden, mitzugehen. Da haben wir übrigens jetzt auch einen neuen Herrscher, oder war da schon vorher da? Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Das wird sehr schwierig. Ich bin gespannt, ob er es überstehen wird, diese Zeit. Gesundheit ist mittlerweile schlecht. Mit 69 Jahren hat er schon ein ganz gutes Alter erreicht, aber könnte für ihn problematisch werden. Aber mal schauen. Er selbst wird aber nicht kämpfen, das ist komplett ausgeschlossen. So, wir versuchen natürlich alle Sachen so ein bisschen im Blick zu behalten. Hier haben wir auf jeden Fall, da greifen schon mal erste Truppen an. Wir haben hier oben nochmal 2000, also 4000 fast.
Genau, ich würde gerne da versuchen reinzulaufen. Die Schlacht werden sie verlieren. Außer diese Truppen kommen da rechtzeitig an, aber die bewegen sich noch gar nicht hin. Jetzt bewegen sie sich erstmal dahin. Wir werden aber wahrscheinlich nicht mehr in diese Schlacht, ja genau, aber wahrscheinlich trotzdem noch gegen die kämpfen können. Wir bewegen uns mal so hin. Wir werden aber nicht hinterherlaufen. Also wir werden jetzt nicht auf einmal hier komplett hier in den Osten gezogen, weil Ungarn ist relativ groß. Also das ist gigantisch. Wir haben, wie gesagt, hier oben noch viele Truppen. So in unserem Gebiet zu kämpfen ist natürlich immer ganz schön. Wir versuchen trotzdem mal hier hinterher zu kommen. Es wäre schön, wenn man denen irgendwie sagen kann, hey, lauf mal da rein, wir sind gleich da. Okay, dann ziehen wir hier rüber und dann werden wir diese Truppen hier angreifen. Ich hätte lieber die hier angegriffen, aber wenn das nicht anders geht, werden wir das hier machen. 631 Truppenverluste sind natürlich schade, aber vielleicht werden die sich entscheiden, da reinzulaufen. Okay. Erste Schlacht. Boah, schaut mal den hier. 37er Befehlsvorteil. Genau. Fast vergessen. Gut, dass ich das jetzt gesehen habe. Und zwar, wie könnte ein Kriegerorden hier aussehen? Oh, ist bereits angeworben worden. Okay. Die haben 1300 Truppen. Ritter des Kelches. Okay. Von wem sind wir? Der ist auch festgenommen. Sehen wir, wer die aktuell ausgehoben hat? Nö. Angeworben von König Gülom. Ah, von Aquitanien. Der ist aber nicht bei dem Krieg hier dabei. Okay. Ja, das heißt, andere haben die schon ausgehoben. Schade. Aber naja, für die Zukunft ist das trotzdem ganz nett. Okay, das Ding haben wir also gewonnen. Jetzt müssen wir mal kurz nochmal hauen. Hier oben sind viele Truppen. Wir sollten, also im Norden, das heißt, wir sollten gen Norden ziehen, weil hier verlieren Truppen Kämpfe. Das heißt, wir ziehen erstmal gen Norden und versuchen da zu kämpfen. Da haben wir 8000 Truppen, 9000 Truppen, 2500. Das sind auch nochmal wichtige Sachen. Die werden jetzt hier irgendwo oben an, also im Norden anlanden. Wir ziehen jetzt hier gen Norden und versuchen diese Truppen hier anzugreifen. Ich hoffe, wir kommen hier noch rechtzeitig hin, bevor die abhauen können. Oh, da sind 15.000. Wichtig, wichtig. Wahrscheinlich. Wir könnten auch versuchen, hier anzugreifen. Wir haben aktuell wieder Schulden, ja, das ist klar. Ja, hier sind Berge, das ist natürlich alles dämlich. Versuchen trotzdem hier anzukommen. Im besten Falle greifen wir mit allen Truppen hier an und die ziehen noch mit rein und dann gewinnen wir die Schlacht. Das wäre ganz nett. Okay, die fliehen jetzt. Wir könnten hier angreifen, aber das dürfte Gebirge sein. Nein, Ackerland. Okay, das sieht aus wie Gebirge oder Hügel oder sonst was, aber dann laufen wir hier rein. Das wird erstmal hier als Minus angezeigt, weil wir da nicht so gut. Also, weil wir aktuell nur mit unseren 11.000 angreifen, aber die Truppen. Okay, die kommen nicht mehr hinterher. Warum? Und da sind die anderen 13.000. Hier ist auf jeden Fall der große Batzen. Können wir vielleicht darüber dann ziehen? Kommen die dann wieder mit? Ja, Arnheim wird belagert. Vielleicht können wir die da abfangen. Ja. Da kommen die nicht mit. Doch, die kommen noch mal rechtzeitig weg. Aber egal, hier können wir ja auch angreifen. Ist ja auch nur Ackerland. So. 14.000 gegen 12.000. Ah, da kommen noch Truppen dazu. Genau, 20.000, 25.000. Okay, wichtige Schlacht. Das heißt, eine der größeren Armeen haben wir schon mal besiegt. Das ist wichtig. Das dürfte auch ein bisschen was an Kriegsstand bringen. Genau, das hat alleine 8% gebracht. Wir haben feindliche Leute gefangen genommen. Das ist jetzt erstmal noch nicht so wichtig. Was wäre eigentlich, wenn man den Papst jetzt gefangen nehmen würde? Würde das den Krieg sofort beenden? Ich glaube nicht. Ich glaube, da so ein Kreuzzug ist irgendwie
bisschen anders gestrickt. Und jetzt würde ich hier gen Norden ziehen und versuchen, diese Truppen hinterher zu jagen. Ansonsten ziehen wir direkt hier rüber. Versuchen, das hier zu besiegen. Nicht weiter gen Osten. Wir haben hier eine Truppe schon mal besiegt, was wichtig ist. Hat auch ein bisschen was an Truppen gekostet. Auch wenn wir auch schon ein bisschen was verloren haben. Was haben wir hier ansonsten? Ja, Lösegelder könnten wir trotzdem mal. Ja, komm, wir lassen den sofort hier für 30 Dukaten. Jegliches Geld, was wir bekommen, ist wichtig. Oh, die laufen ja hier an uns vorbei. Okay, wir kriegen hier nur so ein kleineres. Nee, wir kriegen die ganzen 11.000. Okay, nächste größere Schlacht. Die Schlacht von Leisning. Ja, gewinnen wir auch. Sehr schön. Wichtig, wichtig. Okay. Lösegeld wurde akzeptiert. Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Unser Enkel wurde gefangen genommen. Baldarich in der Erbfolge relativ hoch. Ja, dürfte an dritter Stelle ist er. Okay, das heißt, da müssen wir auch ein bisschen gucken, ob wir den dann wieder frei bekommen. Ah, wurde wieder freigelassen. Okay. Und wir haben andere Leute wieder gefangen genommen. Okay, wichtig. Bring die Geld. Prinz Samuel. Okay, ja, 100 Dukaten. Wir nehmen direkt die 100 Dukaten. Wir können Dynastiemitglieder reinrufen. Der König von Lothring, ja klar. Komm, bitte helfen. Und den Graf von Langres können wir ebenfalls reinrufen. Sehr schön. Das ist schon mal wichtig, diese Schlachten. Und jetzt müssen wir hier rüberziehen. Das einzige Problem, was wir haben, wir müssen relativ viel rumlaufen, weil wir von allen Seiten angegriffen werden. Aber in unserem Gebiet ist es einfacher rumzulaufen als umgekehrt. Ich lasse aktuell immer noch auf der dreifachen Geschwindigkeit laufen, weil aktuell fühle ich mich da noch ganz gut aufgestellt. Sollte das mir aber zu gefährlich werden und man müsste taktischer agieren, werde ich natürlich hier das ein bisschen ein bisschen reduzieren. Aber wir haben hier erstmal was. Ihr gläubiger Diener der höchsten Macht. Je mehr unser Orden mit Namen Ritter des Kelches wächst, desto mehr Land brauchen wir, von denen aus wir unsere Verteidigung des waldensischen Glaubens in Angriff nehmen können. Die Baronie von Konstanz ist für unsere Zwecke bestens geeignet und wir würden es gerne pachten. Oh, damit würden sie wahrscheinlich stärker werden, oder? Könnte ich mir vorstellen. Ja, moin, hat einfach hier 30 Kriegsführung. Wir kriegen 750 Gold für die Baronie Konstanz? Oh, oder wir könnten Sangerhausen geben. Wo liegt denn Sangerhausen? Ich habe leider keine Ahnung, wo Sangerhausen liegt. Tut mir leid an alle Menschen, die in Sangerhausen leben. So, Sangerhausen, wo liegst du? Aha. Hier. Okay. Ist eigentlich egal, oder? Also wenn die Konstanz, da kriegen wir sie mal hier 726. Ja, geben wir ihnen Konstanz. Wir haben einen neuen Lebensvorzug, den wir auswählen können. Und dann werden wir den Verteidiger des Glaubens auswählen, der uns auch nochmal hier bestimmte Bonis gibt. Hier Diplomatie pro Hingabestufe plus 1. Das ist ein bisschen was, weil wir doch sehr hoch sind bei der Hingabestufe. Und auch nochmal die monatliche Frömmigkeit wird gesteigert. Das heißt, auch hier Theologe, wir könnten vielleicht tatsächlich es schaffen, mit einem Charakter hier so einen ganzen Bildungsweg umzusetzen. Das wäre schon ziemlich krass. Haben wir ansonsten noch hier irgendwie was? Ja, wir könnten noch jemanden reinrufen. Ihn hier. Ach, ich glaube, der Vorige ist gestorben und deswegen können wir ihn nochmal reinrufen. Ja, unsere Truppen bewegen sich erstmal weiter gen Westen und werden versuchen, hier weiter Schlachten zu schlagen. Wobei hier schon wieder das ein bisschen runter geht. Durch Besetzung. Ah, weil die Arnheim besetzt haben hier. Ja, ich denke, das ist dann erstmal ganz gut, wenn wir dann hier rüberziehen. Und hier die Papsttruppen versuchen hier oben an, also hier im Norden, Nordwesten anzulanden. Da müssen wir ein bisschen drauf achten. Aber das sollten wir hinbekommen. So, wir nähern uns hier den feindlichen Truppen. Die versuchen sich jetzt hier zusammenzuziehen. Jetzt wurde der Enkel freigelassen. Das heißt, ein anderer Enkel wurde freigelassen. Oder wurde wieder gefangen genommen. Naja, egal. Die versuchen jetzt hier wegzukommen. Wir werden versuchen, hier anzugreifen. Diese Truppen sollten rein theoretisch rechtzeitig da sein. Hier dürfte alles Flachland sein.
Okay. Erstmal hält sich alles so ein bisschen die Waage. Aber sobald hier die Verbündeten reinkommen, genau jetzt. Sehr schön. Sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Das ist wieder eine wichtige Schlacht. Und es sieht gut aus. So, das heißt, auch das haben wir gewonnen. Leider ist ein verbündeter Kombattant gestorben. Das ist natürlich immer wieder schade. Wir greifen jetzt hier noch diese Truppen hier an. Ich hoffe, die anderen werden versuchen, das erstmal zu befreien, um den Kriegsstand zu reduzieren. Aber wir versuchen jetzt hier die Truppen noch zu bekommen. Ich hoffe, die kriegen wir noch, die Papsttruppen, ja. Um auch ihm da jetzt erstmal einen draufzugeben. Genau, hat auch nochmal 4% gebracht. Die Truppen fliehen jetzt irgendwo hin. Hier im Norden hätten wir wieder ein ganzes, ja, ganzes Stücken an Truppen. Ich würde sagen, wir bewegen uns erstmal hier nach Arnheim, gucken, wie lange das dauert. Da kommt nochmal Truppen hier von denen. Sind aber auch nur ein paar. Man könnte hinterherlaufen, versuchen, die zu besiegen. Ja, ein paar Tage. Okay, ist gleich fertig. Dann haben wir das befreit. Das gibt dann auch wieder ein bisschen Kriegsstand zurück. Und dann werden wir hier nochmal die Schlacht versuchen. Okay. Um die Truppen dann noch einmal zu vernichten, vielleicht. Ja, vernichten von Truppen ist ein bisschen schwierig bei Crusader Kings, aber möglich. Die versuchen hier abzuhauen. Ja, wir könnten aber wahrscheinlich trotzdem. Ja, die versuchen hier was zu belagern, okay. Arseeland, okay. Wenn wir das gemacht haben, werden wir wieder hier versuchen anzugreifen. Da haben wir nämlich auch nochmal 13.000 Truppen oder sonst was. Aber wir wollen jetzt gucken. Ich hätte die 18.000. Ich wollte jetzt hier. Können aber nicht. Ach, die müssen hier so komisch angreifen oder wie. Ja, egal. Werden wir auch so schaffen. Unsere Armee ist übrigens ganz gut aufgestellt, weil wir häufiger hier dabei stehen haben, dass wir ganz gute Kriegskonter ausgewählt haben, also für das Kriegsvolk. War also wichtig, dass wir das geändert haben. War ganz gut, dass wir das geändert haben. 66.000 Leute laufen hier mit uns. Ja, 39% haben wir. Sind die Truppen vernichtet? Ich glaube, die haben wir gerade vernichtet. Da sind keine mehr da. Okay. Das heißt, wir ziehen jetzt nochmal gen Osten hier rüber. Ja, die müssen viele, viele Kilometer laufen. Hier haben wir 10.000 Truppen. Das hier sind auch nochmal. Oh, da sind die ganzen Truppen sind jetzt hier im Osten. Aber so wie wir das ungefähr erwartet haben. Ja, wir müssten hier eine größere Armee komplett zerstört haben. Ich finde diese Kriege hier immer sehr, sehr spannend. Weil ich nie genau weiß, wie die enden werden. Weil da, wenn man da einmal in so eine. Also wenn der Gegner mal die Initiative hat mit Schlachten gewinnen und gleichzeitig belagern, dann wird es schwierig. Aktuell haben wir die Schlachtinitiative. Aber das kann sich so schnell ändern. Ich schicke mal die Truppen hier rüber, weil da sind die ganzen. Das wird wahrscheinlich die wichtigste Schlacht. Abhängig davon, ob die 10.000 noch rüberkommen, ja. Und hier unten kommen, also von Süden kommen nochmal welche. Fortgeschrittenes Bogenbauen. Genau. Dadurch haben wir jetzt die Möglichkeit. Wo haben wir die Sachen? Bogen bauen, Bogen bauen, Bogen bauen. Hier. Wir können jetzt Armbrustschützen als Kriegsvolk rekrutieren. Die sind besser als die normalen Bogenschützen. Das ist sehr, sehr gut. Ich denke, als nächstes werden wir hier Kriegsvolk erforschen. Das gibt uns nochmal ein weiteres Kriegsvolkregiment, was wir einstellen können. Und gleichzeitig können wir auch noch das, also die Größe der einzelnen Kriegsvolkregimenter um +4 steigern. Was auch ganz nett ist. In wie vielen Jahren haben wir das erforschen? 12. Solange unser Herrscher eben noch da bleibt. Okay. Wir sind jetzt hier unterwegs und da wird die wichtigste Schlacht stattfinden. Unsere Truppen werden sich jetzt erstmal dahin bewegen. Ich hoffe, die ganzen Truppen kommen hier mit. Wir haben da ungefähr 66.000, die sich da dran beteiligen. Währenddessen hat hier unser Ratsprediger wieder ein bisschen was
ja, bekehrt. So, wir greifen hier an. Dann werden wahrscheinlich diese Truppen mit reinziehen. Eventuell kommen auch diese Truppen mit rein. So ein bisschen die Frage, hier unten haben wir auch sehr viele Truppen. Doch, wir greifen da an. Genau, das werden wir hinbekommen. Zack. Kommen die anderen Truppen mit rein? Nein, die fliehen. Da haben wir 17.000. So, und jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt direkt hier hin? Ja, versuchen wir die nächsten 3.800 da mitzuziehen. Müssen ein bisschen aufpassen, weil problematisch wäre, wenn die jetzt auf einmal mit einer großen Truppe so kleinere Truppen wegziehen, wie beispielsweise hier, wenn die jetzt sagen, okay, wir laufen jetzt da rein. Was sie höchstwahrscheinlich auch tun. Dann müssen wir schnell gen Norden ziehen. Ja, die halten uns hier ein bisschen auf. Müssen wir aufpassen. Ja, wobei, die kommen jetzt dahin. Okay. Wir haben wieder viele Leute gefangen genommen. Das heißt, wir werden jetzt hier hinlaufen. Bewegen wir uns oder sehe ich gerade nicht. Wird hier angreifen. Oder eben dort. Aber da, nee, das ist verloren. Da sind die 12.000 Truppen. Da müssen wir angreifen. Genau. Aber wir kämpfen jetzt erstmal hier, okay. Also ist doch da rein bewegt. Das war, also rein bewegt. Das war unser erster Weg quasi, wo wir hingegangen sind. Okay, und die Truppen hauen jetzt hier wieder ab. 91%. Ich glaube, der Krieg läuft besser als der erste Kreuzzug. Wir ziehen hier direkt weiter. In die Berge rein, ist egal. Und im Norden haben wir ja auch nochmal welche. Hack und drauf. 34 hat der. 99%. Okay, das heißt, wir müssen nur noch eine Schlacht schlagen. Die hier fliehen. Das heißt, die fliehen ja auch. Egal, wir ziehen jetzt dorthin und werden da angreifen. Vielleicht ist gleich schon der Krieg vorbei. Und, Krieg vorbei. Auch dieser Kreuzzug haben wir, diesen Kreuzzug konnten wir erfolgreich niederschlagen. Und, eieiei, wir erhalten 960 Frömmigkeit und nochmal 3.920 Prestige. Das kennen wir ja schon. Damit haben wir wieder mal einen gewaltigen Krieg niedergerungen. Und ja, das ist schon bemerkenswert. Wir lösen mal alle Truppen auf, werden uns mal um die Gefangenen kümmern und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen werden. Der Krieg ist vorbei und wir konnten wieder mal einen Kreuzzug erfolgreich niederschlagen und das Königreich Schwaben vor dem katholischen Einfluss bewahren. Und ich habe jetzt erstmal mit den 16 Gefangenen verhandelt. Da waren wieder einige dabei, kleinere Bürgermeister, Grafen und ähnliches, die wir freilassen für ein bisschen Geld. Und ansonsten die anderen einfach so freigelassen für beispielsweise Druckmittel oder Bekehrung oder irgendwie ähnliches so. Was halt möglich ist. Niemand war interessant genug, dass er irgendwie an unseren Hof irgendwie eingeladen werden könnte. Jetzt haben wir natürlich wieder unser Ziel vor Augen, und zwar ein neues Großreich zu gründen. Und dafür brauchen wir noch 817 Dukaten. Er ist 72 Jahre alt. Wir haben noch keine Nachricht bekommen, dass er innerhalb eines Jahres sterben wird. Es ist ein Lauf gegen die Zeit. Aber ich bin zuversichtlich. Es gibt noch eine interessante Sache, und zwar das Kleinkönigtum Ostfalen können wir jetzt tatsächlich vasallisieren. Und das werden wir auch tun. Zack. Und damit haben wir einen weiteren Vasallen dazu bekommen. Und wir haben hier ja fast alle ehemaligen ostfälischen Provinzen hier in unser Reich bald integriert, genau. Was ganz schön ist. Also wie gesagt, unser weiteres Vorgehen wird jetzt erstmal sein, ein bisschen laufen zu lassen,
zu schauen, dass wir vielleicht nochmal den einen oder anderen vasalisieren und dann eben das Großkönigreich bzw. unser Kaiserreich gründen. Die nächste Gräfin, die gerne unser Vasall werden möchte, und zwar die Gräfin Danuta von Dannenberg, auch ehemaliges Gebiet des Ostfrankenreichs, möchte nun Teil unseres Reiches werden. Und das werden wir auch so machen. Damit haben wir ein weiteres Gebiet dazu bekommen. Wir haben 612 Dukaten. Das ist ein bisschen was. Es fehlen uns also jetzt noch 600 Dukaten, um das hier zu erreichen. Also 588. Mal schauen, ob wir das, wie gesagt, alles noch hinbekommen werden. Es ist ein bisschen schwierig aktuell. Aber wir werden es versuchen. Erkenne dich selbst. Das Ende naht. Ich spüre es in meinen Knochen. Der Tod wird mich bald holen kommen. Wie ein alter Freund wartet er geduldig und bald ist meine Zeit gekommen. Und damit sind wir nun in einem Sprint gegen den Tod, was das Gründen des Kaiserreichs angeht. Höchstwahrscheinlich werden wir selbst es nicht mehr schaffen. Das heißt, wir werden innerhalb eines Jahres, ich weiß nicht genau, ob es genau ein Jahr danach ist oder innerhalb dieses Jahres. Aber ja, dann werden wir höchstwahrscheinlich sterben. Das ist die Sache. Sehr, sehr interessant. Das heißt, demnächst werden wir mit unserem Enkel weiterspielen, und zwar Graf Reinhold von Mantua. Und das wird auch ein interessanter Charakter. Aber so weit sind wir ja noch nicht. Wir sind übrigens jetzt eine Glaubensikone, weil wir so viel Frömmigkeit eingesammelt haben. Mal schauen, wie es jetzt noch, was noch passieren wird. Und tatsächlich bekommen wir auch noch den letzten Vorzugspunkt. Damit sind wir nun auch als Theologe bekannt. Und wir haben hier den kompletten, ja, Bildungslebenswandel durchgearbeitet. Das habe ich auch noch nie geschafft. Wir haben 40 Bildung. Das ist schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das gibt uns nochmal hier, wie gesagt, Bildung und nochmal monatliche Frömmigkeit plus 20%. Ja. Das ist alles sehr, sehr interessant. Wie stark sind wir denn mittlerweile, was die Bildung angeht? Sind wir unter den Top-Leuten oder? Ja, wir sind die viertgebildetste Person der Welt. Das ist ja auch mal eine schöne, schöne Sache. Und da ist es passiert. Mit 73 Jahren am 23. Februar 1125. König Hugo von Schwaben hat Frieden in den Armen Christi gefunden, im Alter von 73 Jahren. Er starb an Altersschwäche. Einst war er berühmt gewesen, ob seiner Schönheit, doch das Schicksal verfluchte ihn mit einem Leben, das so lang war, dass ihn am Ende sämtliche Anmut verließ. König Reinhold besteigt den Thron. Seine Schönheit spottet jeder Beschreibung und fremdländische Würdenträger werden sich ihm zu Füßen werfen. Und damit ist er nun verstorben. Der gute König Hugo von Schwaben ist 73 Jahre alt geworden. Er hat einige Titel vererbt und er ist, glaube ich, der Herrscher, den wir am längsten gespielt haben, mit 63 Jahren. Ja, sogar länger als Herzog Thomas, der ja noch vor sich hingelebt hatte. Und er dürfte auch hier mit Herzog Magnus, 73 Jahre, der älteste Herrscher gewesen sein. Ja. Okay. Sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Genau, er ist der erste Charakter, der überhaupt sagenumwoben war. Er war der erste Charakter, der überhaupt eine Glaubensikone gewesen ist. Und er hat auch als erster Charakter, glaube ich, drei Lebenswandelvorzüge komplett abgeschlossen. Er hat an 32 Kriegen teilgenommen. Und davon waren 19 Verteidigungskriege. Also er hat für Schwaben sehr, sehr viel getan. Ich glaube, so viel wie noch kein anderer. Wie viel sind es? 32. Vier. Der vorige Charakter 5. Da waren 5. 8. Genau, das waren 5. 11. Magnus hatte auch 11. Er hat 4. Er hatte 8. Also, das ist schon. Also, was er da alles miterlebt hat, das ist schon sehr bemerkenswert. Und ich denke, diesen Charakter werden wir uns ganz gut im Hinterkopf behalten, wenn es mal darum geht, die wichtigsten und mächtigsten Herrscher unserer Dynastie vor Augen zu führen. Doch nun übernimmt sein Enkel
König Reinhold. Und den werden wir uns in der nächsten Folge dann mal genauer anschauen. Das war's von eurem Krumpas, der Kartoffelritter.